wir vom FC Bayern sind dir dankbar, dass wir mit dir den größten Spieler, den Deutschland je hervorgebracht hat, haben konnten. Wir sind dir dankbar, dass du als Präsident einen tollen Job gemacht hast. Wir sind dir dankbar, dass wir durch dich die Allianz Arena bekommen haben. Wir sind dir dankbar, dass wir einen Menschen kennengelernt haben, der zu den Großzügigen gehört, den ich kenne. Wir sind dir dankbar, dass wir dich haben. Ich verneige mich vor dir. Ich bin glücklich, glaube wie alle hier im Raum, dein Freund zu sein, seit mittlerweile auch 46 Jahren. Wünsche dir alles Gute und der FC Bayern wird dir lebenslang ein Denkmal setzen. Franz war die überragende Spielerpersönlichkeit, die der FC Bayern je hervorgebracht hat. Und er hat eben als kleiner Bub aus Giesing alles erreicht, was man im Leben erreichen kann. Der hat die Karriereleiter von A bis Z nach oben gestiegen und ist für den FC Bayern ein ungeheuer wichtiger Baustein in der Geschichte. Alles, was wir beim FC Bayern heute darstellen, wäre ohne Franz Beckenbauer nicht möglich gewesen. In diesem Stadion, in dem wir heute gefeiert haben, das würde ohne Franz Beckenbauer nicht stehen. Und ich glaube, es war nicht nur eine Verpflichtung, sondern uns auch eine große Ehre und auch Verneigung vor dem Menschen Franz Beckenbauer, eben heute diesen Tag mit ihm gemeinsam zu feiern. Und es war eine tolle Feier. Sie war intim, sie war nicht dramatisch groß, weil es auch nicht anders möglich war. Aber es war eine tolle Feier und es hat ihn, glaube ich, sehr, sehr gefreut. Also ich fand es eine unheimlich tolle Veranstaltung, die dem Franz Beckenbauer und seinem Wirken auch würdig ist. Es waren teilweise bewegende Momente drin, wenn man gesehen hat, wie Uli Hoeneß auch mit den Tränen kämpfen musste. Und ich denke, es hat dem Franz auch wirklich gut getan. Ich habe hinterher nochmal mit ihm gesprochen und es freut mich auch besonders, dass er sich wohl gefühlt hat. Und es hat ihm auch wirklich gefallen und er hat sich auch nochmal bedankt von ganzem Herzen, dass wir das für ihn ausgerichtet haben. In der heutigen Zeit ist es ja nicht so einfach mit Veranstaltungen und ich glaube, wir haben das auch als selbstverständlich begriffen als Verein, dass man ihm einfach hier diese Ehre erbietet und ich glaube, jeder, der hier heute da ist, da hat es nicht einen Zweifel, nicht eine Sekunde der Überlegung gegeben, ob man hier heute kommt oder nicht. Ich fand das eine großartige Veranstaltung. Der würdige Rahmen, das entspricht dem Franz auch, obwohl man das sicherlich größer gemacht hätte, wenn man die Möglichkeiten dazu gehabt hat. Aber die Qualität, die hier gewesen ist, gesprochen hat, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, großartige Reden gehalten, der Film ist eine Augenweide gewesen. Das ist etwas, was ihn richtig dargestellt hat, was ihn gewürdigt hat. Und man hat ja gesehen, wie emotional berührt er gewesen ist. Wenn kein Corona wäre, wären wahrscheinlich heute, das Stadion wäre voll gewesen wahrscheinlich und hätte Franz Beckenbauer hochleben lassen. Aber natürlich, das ist sehr persönlich, sehr intim, sehr intensiv mit bewegten Momenten. Das ist halt FC Bayern München. Und ich glaube, ich kenne keinen anderen Verein, der sowas macht für einen so großen Spieler. Deswegen ist der FC Bayern groß, der größte Verein für mich mit, als auch der Franz Beckenbauer. Und das hat er auch verdient. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Beteiligten im FC Bayern bedanken, die auf die Idee kamen, einen solchen Tag für mich auszurichten mit diesem journalistischen Gustostück, sage ich einmal, mit Videos und mit Andenken, was man da so bekommen hat im Laufe der Zeit, so Souvenirs. Das ist eine tolle, tolle Geschichte und da möchte ich mich bedanken.